Georg Diederichs, Ministerpräsident, 1928 bis 1929, Nikolausberger Weg 38 bis 40. Georg Diederichs. Georg Diederichs, geboren am 2. September 1900 in Nordheim, gestorben am 19. Juni 1983 in Hannover, war ein bedeutender SPD-Politiker, niedersächsischer Landtagsabgeordneter, Sozialminister und Ministerpräsident sowie einer der Väter des Grundgesetzes. Zur Zeit des Nationalsozialismus hatte er als Widerständler über ein Jahr im Gefängnis und im Konzentrationslager KZ Esterwegen zugebracht. Leben. Diederichs studierte ab 1922 in Göttingen Staats- und Wirtschaftswissenschaften sowie Pharmazie. Während seiner Studienzeit schloss er sich dem Corps Hercynia, heute Corps Teutonia Synia Göttingen an, einer Studentenverbindung im Kösener Seniorenkonventsverband KSCV. Sein pharmazeutisches Staatsexamen legte er 1924 ab. Im Jahre 1926 wurde er Diplom-Volkswirt. Im selben Jahr begann er seine politische Tätigkeit als Mitglied der Deutschen Demokratischen Partei, DDP, wechselte aber 1930 zur Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, SPD. Während der Zeit des Dritten Reichs unterstützte er Gesinnungsgenossen und Korpsstudenten materiell und organisatorisch und wurde von der Staatsmacht der unerlaubten Parteiweiterführung beschuldigt. Er verbrachte ein Jahr im Gefängnis Fuhlsbüttel, anschließend war er mehrere Monate im Konzentrationslager Esterwegen interniert. Von 1939 bis 1945 war er Soldat bei der Wehrmacht, davon 3 Jahre an der Ostfront eingesetzt. Nach dem Krieg wurde er von der britischen Besatzungsmacht im Oktober 1945 als Bürgermeister seiner Geburtsstadt Nordheim eingesetzt. Damals war die Position noch mit dem Amt des Verwaltungsleiters verbunden. Als die Funktionen Bürgermeister und Stadtdirektor im Januar 1946 getrennt wurden, entschied sich Diederichs für die ehrenamtliche Funktion des Bürgermeisters. Bald wandte er sich jedoch der Landespolitik zu und wurde 1947 als Abgeordneter in den Niedersächsischen Landtag gewählt. 1948 bis 1949 war er als Mitglied des verfassungsgebenden Organs des Parlamentarischen Rates an der Gestaltung des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland beteiligt. 1957 wurde er Sozialminister und vom 29. Dezember 1961 bis zum 8. Juli 1970 war er Ministerpräsident des Landes Niedersachsen. Im Jahr 1966 ernannte ihn die Stadt Nordheim zum Ehrenbürger. Georg Diederichs starb 1983 in Hannover. Sein Grab befindet sich auf dem Stadtfriedhof von Nordheim. Nach Georg Diederichs war bis zum Schuljahresbeginn 2009/2010 eine Hauptschule in Clausthal-Zellerfeld benannt. Anlässlich seines 21. Todestages erfolgte am 22. Juni 2004 die Enthüllung einer Gedenktafel der Stadt Göttingen am Haus des Corps Teutonia Hercynia durch seine Witwe Karin Ruth Diederichs. Gerne zitiert wird sein Ausspruch: Soll der große Wurf gelingen, müssen beide Flügel schwingen, der auf den linken und den rechten Parteiflügel anspielt.